Warte! Jetzt müssen wir uns nicht mehr um teure Skins streiten. Wir haben doch einen Keydrop. Ja, voll! Meine Güte! Keydrop. Traumskins sind näher, als man denkt. Yo, wunderschönen guten Batman, schönen Spritzack. Ronny ist hier am Start und ja, Mates, wir sind zurück auf Keydrop. Wir haben ja einen Haufen von den Academy Awards, weil wir natürlich gesponsert sind. Gambling ist auch ab 18, nur mit Kohle, die ihr übrig habt. Und wir schauen jetzt mal, was wir mit diesen schlingeln Sachen hier so treiben können. Kann ich auf einmal die Cards wieder aufrubbeln? Tausche Statuen gegen Skins? Ich habe 100.000. Wie viel würden wir denn für 50.000 kriegen? Statuen verwenden. 50.000. Oha. Oha. Nicht schlecht. Und mit geilem Monopoly-Sound, ne? Muss man sagen. Machen wir hier doch direkt nochmal. Da kommen wir gucken mal, was 25.000 von diesen Punkten geben würde. So. Genau das gleiche. Hälfte der Punkte, gleicher Skin gekriegt. Oder gleicher Wert rausgekriegt. Sagen wir mal 15.000 mal. Ah, ist abgefallen. Ist abgefallen. Okay. Wir probieren es nochmal. 15.000. Okay, nee. Das ist nicht. Scheiße, jetzt haben wir keine 25.000 mehr. Okay, jetzt machen wir den letzten noch mit 23.000. Aber Junge, da kam auf jeden Fall gut was bei rum, ne? 25.000 scheint wohl so der Magic Spot zu sein. Ich hätte es natürlich auch interessiert, was ich für 100.000 bekommen hätte, aber 25.000, 50 Dollar, 50.000, 50 Dollar, ne? Kann man natürlich Glück und Pech haben, aber das ist auf jeden Fall mal so der Status, den wir jetzt ja ermitteln konnten. So, das ist auf jeden Fall schon mal positiv zu diesen Statuen, ne? Da muss man sagen, hier 25.000 von diesen Statuen. Ich weiß natürlich auch nicht, wie viel man kriegt, wenn man nicht gesponsert ist und da, keine Ahnung, ein Taui aufgeladen bekommt, ne? Da kann ich jetzt nicht sagen. Könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare schreiben, wie viel Statuen ihr da kriegt durch normale Spielen, beziehungsweise wenn ihr mal einen 10er aufladet oder so, ne? Oh, 220er Battle. Da gehen wir rein. 10 Runden. Diese Kiste, also die hätte ich ja niemals selber aufgemacht. Was sind das für komische Ereignisse da oben drauf? Rapu, das ist eine komische Hand. Ah, The Thing, das ist, ich kenne es durch TikTok. Oh, ich wollte gerade sagen, dem sein AK sieht fresh aus. Sieht echt geil aus, die Nightwish, kenne ich doch gar nicht. Sieht sehr, sehr edel aus, Oh Mann, der zieht uns hier aus, das ist nicht gut. 14 Dollar hinten, ist natürlich noch nicht verloren, ne? Bei Welpen noch nicht verloren, ich denke auch mal, dass die hinteren Kisten noch dick. Digga. Was ist mit ihm, Ja, ey, er rasiert hier an einer Tour, rasiert er mich hier komplett ab. Das kann doch nicht sein. Aber, wie heißt das schön? All it takes is one spin. Vielleicht haben wir ja noch Glück und ziehen einen absoluten Brecher. Oh, das sollte mehr wert sein als seine. Sind wieder ein bisschen reingekommen, aber er hat immer noch doppelt so viel wie wir, deswegen, all it takes is one spin. Steht immer noch hier in den Stern, Weiß auch nicht, ob die Blastkiste jetzt eine teure ist oder nicht. Oh, wir füttern ihn jetzt natürlich auch nochmal extrem, ne? Jetzt müssen wir 50 Dollar Difference ziehen. Ah. Schade, wir haben ihn natürlich nochmal direkt richtig reingefüttert. Ich finde das so geil mit dem Monopoly-Ding und auch dieses wie es so aus dem Briefkasten rauskommt. Aus dem Briefumschlag. Absolut nice. Welche Kiste war das denn hier? Die Sinkkiste. Da hauen wir doch mal ein paar auf einmal auf. Wäre natürlich nice, wenn wir da noch was rausziehen. 200 Dollar haben wir jetzt schon miese gemacht. Das ist natürlich not so nice. Aber ungefähr die 200 Dollar haben wir durch diese gratis Statuen bekommen. Ist natürlich ein nettes Extra, wenn man nicht aufladen muss und dafür so eine Statuen kriegt und da dann 10 rauszieht. Aber die Kiste hier, im Battle war sie cool. Jetzt ein bisschen eine Enttäuschung. AK Wasteland Rabbit, auch absoluter Klassiker. Feiere ich komplett. Mag ich wirklich, wirklich gerne. Oh. Aha. Das war ja so mein erstes Traummesser, war ja so ein Karambit Fate, ne? Ist immer noch eins meiner Traummesser. Finde ich immer noch absolut geil. Aber hat man natürlich alles schon gehabt. Komm mal meine auf. Das ist echt krass. Jeden der teuersten Skins hatte ich schon mal. Hab's wahrscheinlich oder leider viel zu viel verkauft. Kann man nichts machen. Wir gucken jetzt nochmal hier Upgrades. Sollen wir noch ein paar Upgrades machen?
Nee, ich glaube, das ist die Akawa, die einzige, die wir aufbehalten haben, oder? Alles andere, komm, ein kleines Upgrade geht doch jetzt zum Schluss, oder? Alles unter $10 machen wir hier jetzt zu der Fake Panther. Und haben wir. Jawollo, geil. Schmecke dich, so muss es. Ja, in diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Haut rein und bis Spider-Man. Ciao.